Was ist ein Hüter? Sind wir Götter? Wir sind mit dem Gewebe des Universums verbunden. Niemand weiß, wie lange wir leben. Wir stehen an der Seite derer, die unsere Gaben nicht besitzen. Wir kennen ihr Leben nur zu genau und ihre Sterblichkeit, trotz ihres Widerstands. Die Sterblichen leben intensiver als alle Hüter, die ich kenne. Vielleicht lieben sie auch intensiver. Sie wissen, dass das Morgen ungewiss ist. Dass alles, was aus ihnen werden könnte, mit ihnen stirbt. Sind wir also Beschützer? Unsere Gaben sollten andere vor den größten Bedrohungen schützen. Die, die wir verteidigen, haben uns noch nie so sehr gebraucht. Auch wenn wir nichts tun, würden sie trotzdem sterben. Was ist ein Hüter in einem solchen Moment? Jetzt, überall in der letzten Stadt, sind die Truppen des Zeugen im Anmarsch. Unsere Grenzen werden belagert. Macht uns das zu Soldaten. Wenn wir zurückschlagen, gewinnen wir nur Zeit. Aber umgekehrt ist es undenkbar. Wir haben eine Stadt gebaut, von der niemand zu träumen wagte, mit unwahrscheinlichen Verbündeten. Wir hatten noch nie so viel zu verlieren. Diese Frage stelle ich dir, im Angesicht unserer dunkelsten Stunde. Was ist ein Hüter? Definiere uns, in diesem Augenblick, für alle Ewigkeit.